Mahlzeit, ihr sehr verehrten Bahnreisenden, ein herzliches Willkommen zurück zu Maschinki. Im letzten Teil haben wir das schon angefangen hier und wir wollen das jetzt an dieser Stelle einfach mal fortsetzen. Ich hatte ja hier diesen fetten, geilen, sechsgleisigen Tunnel gebaut. Den möchte ich gerne weiterbauen und ich habe außerdem, dadurch, dass das jetzt alles hier so richtig schön flach aussieht, reizt es mich irgendwie, da noch eine Brücke drauf zu führen und hier oben noch ein paar Gleise hinzubauen. Aber das wollen wir jetzt erstmal noch nicht machen, sondern wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir diesen Tunnel fertig kriegen. Also, wie sieht das hier jetzt aus? Das, was von da kommt, kann im Prinzip hier auf jedes Gleis und dann noch das, was von hier so angeschossen kommt. Das wäre auch das, was hier von der Hauptstrecke, sage ich mal, runterkommt. Gut. Das soll soweit erstmal okay sein. Jetzt brauche ich noch die in die andere Richtung wieder zurückfahren. Und dafür wollte ich ja, hatte ich gesagt, dieses Gleis hier noch ein bisschen absenken. Dafür muss ich es aber erstmal abreißen. Ich muss erstmal alles hier abreißen, glaube ich. Also eigentlich theoretisch könnte ich den natürlich hier auch noch wegnehmen. Wäre vielleicht nicht so dumm. So ungefähr. Dann muss der hier mal gerade runter. Der, glaube ich, noch da drauf. Ich glaube, so ungefähr sah das aus, ne? Nein. Nein, ach Junge, drei Stück hintereinander. Wie bist du denn drauf? Meine Fresse. Okay, okay, also hier die Signale, das mache ich gleich alles. Ich will jetzt einmal den hier über eine Brücke irgendwie da drauf kriegen. Ich hoffe, dass das noch irgendwie hinhaut. Vielleicht den hier noch wieder ein Stückchen weiter nach vorne machen. Na, das geht hier schon wieder nicht. Und dann müsste der sogar noch ein Stückchen nach oben, glaube ich. Hier jetzt schon wieder nicht hin. Ah, blöd. Blöd, blöd, blöd. Ich hoffe, dass ich den jetzt hier noch irgendwie rankriege, aber das könnte ein bisschen eng werden tatsächlich. Ja, ich muss den hier noch irgendwie dreigleisig kriegen, also wie soll ich das denn machen? Jetzt mal ohne Witz. Also der geht da drauf, der muss... Nee, das schaffe ich nicht. Das ist... Das kannst du haken. Doof. Doof, 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 doof. So, jetzt verschwinden die Tunnel hier natürlich komplett. Ist aber auch okay. Ich brauche ja hier einfach nur ein bisschen mehr Platz. Das heißt, die Tunnel müssen wir jetzt hier gerade nochmal neu machen.
Ist aber nicht so wild. Das sollte so funktionieren. Nein, nein. Wo kommst du denn raus? Ach du Scheiße. Ja, so war das nicht geplant. So war das nicht geplant. Ach du Scheiße. Das sieht ja mal jetzt richtig albern aus. Ach du Scheiße. Ja, dann muss ich die jetzt um einen versetzen. Ist aber dann auch egal. Da muss der jetzt hier hin. Ist natürlich absolute Geldverschwendung, dann was ich das vorher gebaut habe. Aber na gut, das ist halt. Ist halt dann so, ne? Also, jetzt geht's ab. Dann brauche ich im Prinzip. Lass mich vielleicht im Idealfall. Na, das schaffe ich auch wieder nicht. Ah, blöd. Dann kommt er hier hin. Also dann geht er nach da und nach da. Okay. Funktioniert das so wohl? Wahrscheinlich nicht. Aber so funktioniert es. Die Züge müssen es halt nur raffen. Aber theoretisch ist das richtig. So, dann wollen wir hier noch ein paar Signale machen. Das alles nach hier. Du auch nach hier. So, hier mache ich das jetzt wieder so, wie ich es da hinten schon mal getestet hatte. Ah, jetzt kriege ich hier aber keinen zwischen. Okay, das ist doof. Das ist doof. Der müsste eigentlich hier noch zwischen. Das passt jetzt nicht. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Wahrscheinlich, weil es halt hier auf einer Diagonalen ist. Das ist aber blöd, weil den brauche ich. Den brauche ich, sonst funktioniert das nicht so. Doof. Doof, 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 doof. Dann muss das hier irgendwie anders gelöst werden. Dann muss es nämlich hier oben irgendwo schon hin. Aber dann weiß ich nicht, wie ich ihn da noch drauf kriege. Ach Mann, Mist, das ist schon wieder blöd. Das passt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Anders komme ich hier auch nicht rum. Das muss ich schon so machen. Ach, ärgerlich, 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 ärgerlich. Das
müsste ich die Tunnel nochmal abreißen. Ich brauche mehr Platz davor, das ist das Problem. Ich brauche hier irgendwo, hier muss das Dreieck hin, damit ich hier noch nach unten komme. Aber den Platz habe ich hier nicht. Bringt mich so alles nicht weiter. Ich muss es doch so bauen, wie ich es gerade als erstes hatte. Das heißt, ich habe jetzt wieder jede Menge Geld verbraten, was aber auch nicht schlimm ist. Ich habe Kohle satt, das ist jetzt nicht so wild, aber es ärgert mich trotzdem. Weil ich halt hier, es bringt so nichts, wenn ich hier das X mache. Ich muss diese Signale, muss ich hier zwischen machen. Ansonsten taugt das einfach nicht. Aber ich kann es nicht anders machen hier. Ist leider so. Ich muss es tatsächlich so bauen. So wie ich es gerade auch schon hatte. Ich kann es nicht anders machen. Ärgerlich. Das heißt, ich kann die Signale hier nur davor und dahinter machen. Das ist scheiße. Na gut, ist jetzt halt so. Also, dann geht's jetzt hier noch in diese Richtung. Vielleicht auch besser hier hin. Okay, so. Also die fahren nach da, die fahren nach da, der fährt nach da. Okay. Soweit alles gut. Ich will mir das einmal hier in 3D angucken. Wie das denn so aussieht. Diese Brücken sehen so übertrieben aus, ne? Die sind so kurz, aber halt wirklich episch. Episch von der Höhe her, aber halt total die Mini-Brücken im Prinzip. Aber na gut. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Also, wie gesagt, der Tunnel ist jetzt halt elendig lang. Aber das ist halt so. So, ich will mal hier dann schon auch so ein bisschen nach unten weggehen. So ungefähr. So sieht das doch wohl richtig geil aus. Ich bin echt mal gespannt, wie das gleich dann im Betrieb aussieht. Ich kann ja schon mal die Züge wieder weiterfahren lassen, aber wenn ich das jetzt mache, ich weiß genau, was passieren wird. Die Züge werden sehen, okay, hey, der große Spielemeister hat wieder neue Strecken gebaut. Lasst uns da mal alle mal hinfahren und gucken, was er da so gemacht hat. Und am Ende stehen die Züge nämlich wieder hier an dieser Ecke und kommen wieder nicht weiter. So war es bis jetzt jedes Mal. Komm her, ich schmeiß das Spiel mal wieder an. Bislang war es immer so. Sobald ich eine Strecke gebaut habe, die Züge kamen von wer weiß wo und haben geguckt, was ich hier so gemacht habe. Diese Penner.
So, ist das geil oder was? Total episch. So, ne? Hier dachte ich mir eigentlich noch einen, aber oh, ich hoffe, dass das funktioniert hier. Hier kann ich jetzt keinen hinsetzen. Dann eben so. Nein, nicht in diese Richtung. So. Nein, ach Mann. Du Blödkopf. So. Okay, so ungefähr dachte ich mir das. Und hier das Ganze halt in die andere Richtung. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert. Eigentlich müsste man da halt gleich auch wirklich jede Menge Züge drauf schicken. Um das halt einfach mal zu testen. So, ne? Genau so. Na, ich glaube, ich höre schon den ersten. Ja, sicher. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Hier ist nichts. Der Zug hat hier nichts zu suchen. Aber er hat gesehen, hey, guck mal an. Da hat einer eine neue Strecke gebaut. Da will ich doch gleich mal gucken, was da Sache ist. Ich hasse das, ehrlich. Ich hasse das. Der hat hier nichts verloren. Gar nichts, wirklich. Denn er hat ja seine Strecke. Er hat hier nichts zu suchen. Er muss hier hinten hin und muss dann hier unten hin. Die beiden, er verbindet die beiden Strecken, die beiden hier. Die beiden, Bahnhof 6 und Bahnhof 7. Und wo fährt er rum? Hier. Fuck you, Maschinki. Fuck you. Das ist unfassbar, ehrlich. Dieses Spiel ist so verbuggt, ey. Das geht nicht klar. Ehrlich nicht. Aber wirklich, ich wusste es vorher. Ich habe es vorher gesagt, dass das passieren würde. Und jetzt kommt er natürlich hier nicht mehr weg, weil es halt eine Einbahnstraße ist. Ne? Aber es ist bislang wirklich jedes Mal so gewesen. Wenn ich irgendwo eine neue Strecke hingebaut habe, die Züge kamen von irgendwo an, haben hier überhaupt nichts, wirklich überhaupt gar nichts verloren. Und auf einmal stehen sie hier. Ich finde das so lächerlich, wirklich. Tja. Aber ist jetzt halt so. Also, da ich jetzt im Moment noch keine Verwendung hierfür habe,
baue ich ihm jetzt wieder mal hier so einen Endpunkt hin, dann kann er wieder zurückfahren. Aber ey, jetzt mal ganz ohne Scheiß, das kann doch nicht euer Ernst sein. So was Dämliches, Mann. Also, das Ganze soll jetzt hier halt irgendwie drauf führen. Im Prinzip würde ich echt sagen, ich lasse das ganze Ding so, mache hier echt nur hier oben vielleicht eine Ein- und eine Ausfahrt, vielleicht hier unten noch eine, aber ansonsten lasse ich das so geschlossen, wie es ist, so wie ich das im Prinzip jetzt die letzten Male immer gemacht habe. Hier ja auch. Dieses ganze System ist im Prinzip ein geschlossener Kreislauf. Das macht schon irgendwo Sinn. Die Züge fahren halt ein bisschen Umwege, weil sie hier einmal komplett rum müssen durch dieses ganze Gebiet hier. Letztendlich, wenn ein Zug nur hier oben rein muss, ich sag mal, er kommt von hier, muss hier rein und muss dann wieder raus in die entgegengesetzte Richtung, weil er halt hier oben irgendwie was zu tun hat, der müsste dann halt einmal hier komplett rumfahren. Das kann man so machen, man könnte das noch abkürzen, wenn man jetzt hier zum Beispiel irgendwie noch eine Strecke rausbaut, die dann hier wieder zurückführt, aber letztendlich bei Schiene und Straße würde ich es halt so lassen. Ich denke, hier werde ich es auch einfach so lassen. Gut, dann würde ich nämlich sagen, ich führe dich hier oben einfach mal rein. Und führe dich hier oben auch einfach wieder raus. Hier noch gar keine Signale gesetzt, sehe ich gerade. Das müsste man vielleicht auch erstmal noch in Angriff nehmen. Ich kann hier von mir aus auch noch eine Einfahrt machen, aber letztendlich ist es auch egal, ne? Nein, kann man ruhig so lassen. Kann man ruhig so lassen. Da fährt er nämlich hier in diese Richtung. Quasi gegen den Uhrzeigersinn. Ja, würde ich so sagen. Ich muss jetzt hier nur noch die Signale irgendwie hinstellen. Das heißt, ich weiß ja jetzt auch, von wo die Züge kommen. Nämlich von hier, nein. Und nach hier gehen sie halt dann wieder raus. Gut, dann wird das jetzt wieder ein Spaß hier mit den Signalen. Ach man, jedes Mal, ey, wirklich. Du zeigst auf das Signal und er denkt, du meinst das hier. Ja, dann würde ich sie hier aber auch lassen. Falls die Züge wieder ein bisschen länger sind. Die Verbindung habe ich jetzt hier, okay. Hätte vielleicht Sinn gemacht, hier noch eine Verbindung zu machen. Die habe ich jetzt halt nur von hier. Das heißt, der von hier oben kommt, kann im Prinzip nur die ersten beiden Gleise nehmen. Das ist nicht unbedingt ideal. Nee, das ist es nicht, das ist richtig. Scheiße. Das heißt, ich müsste hier noch ein X machen. Müsste danach hier noch ein X machen. Nee, das ist nicht so schön. Ja, vielleicht hier noch eins. Dann muss ich den aber erst wieder wegnehmen hier. Dann kann er die ersten drei nehmen, das soll dann von mir aus auch reichen. Dann können wir den von mir aus auch noch hier hin machen. Aber dann soll es auch gut sein. Dann machen wir es so.
Alle zufrieden? Gut. So, okidoki. Also das hier mache ich zum Schluss. Ich gehe jetzt einmal hier links rum in die Richtung. Aber da müsst ihr mir jetzt nicht unbedingt bei zugucken. Das wird jetzt relativ uninteressant, denke ich. Ich werde euch dann das Endergebnis im nächsten Teil präsentieren. Danke fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.